Seit Februar 2016 belebt der Cerberus Comedy Club in Töging am Inn die heimische Kleinkunst- und Comedy-Szene. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe vor 2 Jahren habe ich noch kleine Rollen gespielt im Fernseher. Unter anderem habe ich eine kleine Rolle gehabt bei Daheim ist daheim. Und da habe ich dann einen Komparsen kennengelernt, der hat mich dann angesprochen und hat mich verzeiht, dass der schon seit mehreren Jahren Kleinkunst und Kabarett macht. Und das hat mich so inspiriert, wie ich mich mit ihm unterhalten habe, dass ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt auch machen, habe mich hingesetzt und habe ein Programm geschrieben. Und dann habe ich mit dem Programm natürlich Auftrittsmöglichkeiten gebraucht. Und dann habe ich die erste Kleinkunstbühne hier in Töging geschaffen, auch um anderen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Und dadurch entstehen auch für mich Auftrittsmöglichkeiten. Sie schwitzt, aber sie musste jetzt durch. Aus Mettenheim, mit einem riesen Applaus, Nina Phoenix. Also zu meiner Herkunft. Ich bin in der Sowjetunion in Kasachstan geboren. Na, denkt sich das gerade schon jemand? Ach so, sehen Kasachen aus, 50% mehr, alle bis auf meine Mama. Genau, ich bin eine Kasachin, ich bin ein schwarzhaariges, obeiniges, bockfressendes Schlitzauge. Ich meine, wisst ihr, was Juten sind? Das sind so Nomadenzelte, ja? Ich wurde tatsächlich gefragt, wirklich wahr, habt ihr Kasachen in den Jurten keine Angst vor den Eisbären gehabt? Welche Jurten? Die 99% von Kasachen selbst wissen nicht einmal, wie eine Jurte von innen aussieht. Welche Eisbären? Kasachstan ist nicht die fucking Tundra. Und Kasachen, ich meine, nur weil ich dort geboren bin, heißt es doch nicht, dass ich auch eine Kasachin bin. Also wenn ein Hund im Hühnerstall geboren und aufgewachsen ist, ist es dann auch ein Gickerl? Ich weiß es nicht. Wir freuen uns einfach, dass der Alex das in die Hand genommen hat, diesen wahnsinnigen Comedy Club hier mit mir zusammen installieren zu können. Es läuft wahnsinnig gut. Wir haben jetzt dieses Mal das Einjährige sozusagen, also 10 Mal haben wir es jetzt gemacht mit Sommerpause. Es läuft toll und ich hoffe mir, dass wir das wirklich für die nächsten Jahre weiterhin so durchführen können mit neuen Künstlern, mit bekannten Künstlern und vor allem mit den wahnsinnigen Gästen, die jedes Mal wieder treu und mit wahnsinnigem Engagement unseren Comedy Club besuchen. Liebe Männer, achtet mehr eure Frauen und dann gibt's auch den nötigen Frieden. Genau. Ja, ich meine, es gibt ja auch viele Unterschiede zwischen Mann und Frau und so weiter. Also genauso wie es bei den ganzen Ausländern gibt. Also dieser ganze Konkurrenzkampf zwischen Russen und Deutschen, das nervt halt. Weil zum Beispiel für die Deutschen bin ich immer zu sehr Kalinka Malinka und für die Russen bin ich zu sehr Kartoffel. Aber ich meine, also die Sprachen, ja. Ich finde beide Sprachen super. Beide. Denn habt ihr euch die anderen Sprachen mal angehört? Also auf Deutsch, ich liebe dich, total super. Auf Russisch, ja тебя люблю, auch total super. Habt ihr es mal auf Ungarisch gehört? Szeretlek, bolek. Oder auf Bulgarisch, obicem te. Oder auf Kasachisch, mensen jaksy krimin. Also wenn dann die Liebe auch so weh tut, na dann für Gott beinand. Und auf Ukrainisch heißt es Ja tebe kochaju. Ja? Ja tebe kochaju. Das hört sich nicht mehr nach Liebe an. Das hört sich nach Liebe an. Und für euch germanischen Europäer hören sich ja sowieso alle Slawen gleich an, glaube ich. Das ist nur so einfach nur so ganz grob, damit ihr das unterscheiden könnt. Also wenn ihr sowas hört wie Ratatatatata, Russen. Wenn ihr sowas hört wie Schnieb, 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 Tack, das sind Polen. Wenn ihr hört so Zr, Mr, Fr, Kroaten und Tschechen. Und das erkläre ich vor allem für euch Single-Männer. Gibt es hier heute Single-Männer? Keinen einzigen? Ich kenne einen, zumindest einen. Also wenn du eine Slawin abschleppen möchtest, dann musst du halt einfach diese Liste dabei haben. Und dann hörst du halt zu, aha, schnieb, schnieb, schnieb.
machst auf, okay, Nummer zwei, Polen, gehst zu ihr hin und wenn du dann die Herkunft weißt, dann hast du schon gewonnen. Du hast schon ihr Herz, denn eine Slawin ist total überrascht, dass man sie dann auseinanderhalten konnte. Du kannst dir echt dann sowas erlauben wie, keine Ahnung, ich bin vom TÜV, ich muss mal deine Hupen checken oder sowas. Ihr könnt euch sogar sowas erlauben wie, ich hoffe, du hast eine gute Haftpflichtversicherung, denn du hast mir gerade eine Beule in die Hose gemacht. Ihr könnt, wirklich, ihr könnt euch alles erlauben. Und deswegen, liebe Leute, erlaubt euch alles. Ciao. Ja, es steckt wirklich brutal viel Arbeit dahinter, die man teilweise gar nicht sieht. Man muss die ganzen Künstler anschreiben, man muss davon überzeugen. Dann wird man da hier mit Sicherheit nicht reich. Und dann die ganze Werbung, die Flyer und die ganze Plakate und alles mache ich selber. Unser sechsseitiger Flyer, da steckt viele, viele Stunden drin mit Bildern, mit Text von den Künstlern, bis der fertig ist. Ich spiele da herin auch solo. Am 21.05. geht es unbedingt da vorne nochmal rein, weil das war jetzt nicht der erste, die erste Bar, wo er nach dem Auftritt von mir, wenn ich solo spiele, eine Woche später zumacht. Okay. Das kommt schon öfters mal vor. Ich verrate euch jetzt, wie das so läuft. Ich fange praktisch jetzt mit dem Finale an und die Lieder werden dann von der Lore immer schlechter, bis halt Leute sagen, Vogelmeier, jetzt hat es schon gelangt, jetzt wollen wir unbedingt eine Pause machen. Gell? Ich habe es ja gesagt, das wird immer am Schluss spielen. Normalerweise, wenn ich zu einer Mixed-Show eingeladen bin, dann heißt es immer, letztes Mal wollten um 11 Leute noch nicht heimgehen, dann lohnt es normalerweise mich ein. Dann sagen sie, bei dir, du spielst zwei, drei Lieder, dann gehen sie auch. Gell? So, also ich mache ein bisschen politisches Musikkabarett. Manche werden sagen, Vogelmeier, ja leck mir Mosch, gell, am Donnerstag auf Nacht was Politisches, das wollen wir doch gar nicht hören. Keine Angst, bei mir muss man es jetzt politisch nicht so auskennen. Du musst jetzt nicht wissen, du musst jetzt vielleicht wissen, wer der Horst Seehofer ist. Aber du musst nicht wissen, wie der Ministerpräsident von Hessen heißt. Weißt du einer? Genau, Bouffier. Ich weiß jetzt nicht, wo der Name herkommt, Bouffier, gell? Aber ich sage mal, einer, der ein Hotel hat, ist ein Hotelier. Ja. Na ja. Ja, gut, ich wollte jetzt gerade mal schauen, wie das Niveau so ist. Ich mache jetzt gleich ein politisches Lied. Wir leben nämlich gerade eben in sehr bewegten Zeiten. Und da kann man auch ein politisches Lied einmal spielen. Ich weiß nicht, ob es so gut reinpasst, weil vielleicht habt ihr es noch gehört beim Herfahren. Horst Seehofer haben sie entführt. Ja, die Entführer verlangen 1 Million Euro, ansonsten lassen sie ihn wieder frei. Der Horst Seehofer und der Erwin Huber treffen sie im Magen vom Edmund Stoiber. Sagt der Horst Seehofer, ich glaube, der Stoiber hat mich gefressen. Sagt der Erwin Huber, das kann ich nicht so genau beurteilen, ich bin nämlich von der anderen Seite reingekommen. Ja, danke. Ja, ich darf mal lachen, gell, wenn Ministerpräsident, ich darf mal lachen. Früher, wenn du jetzt sagst, was ist passiert, wenn der Horst Seehofer bis zum Hals im Sand drin steckt, dann ist der Sand ausgegangen. Gell. Früher hat er nicht lachen dürfen beim Strauß, wisst ihr den Strauß noch? Das war der, wo der Kopf gekommen ist und dann gleich der Körper. Da hat es Witze gegeben, da ist die Todesstrafe drauf gestanden. Gell. Das wissen die allerwenigsten Leute, aber diese RAF-Terroristen, Bader und Meinhof, die waren damals ein Liebespaar, die wollten damals schon heiraten, das wissen die allerwenigsten, die wollten heiraten, beinahe war es schon so weit gewesen. Einen Schleier haben sie schon gehabt, aber einen Strauß nicht. Ja, danke. Ja, ein hartes Publikum, habe ich schon gemerkt, wunderbar. Weißt du, genau. Es war bisher im Comedy Club noch nicht ein einziger Künstler, wo ich sage, der war gar nichts. Es ist jedes Mal wieder gerade die jungen, frischen, neuen Künstler, die sind immer eine Bereicherung für Töken und insgesamt für die Kulturszene. Ich bin nicht nur online unterwegs. Natürlich, wenn ich mal rumreise, ein bisschen auftrete, dann, was ich immer ganz gerne mache in der realen Welt, dann stelle ich mich gerne mal so vor so Drogeriemärkte. Was gibt es hier in Tübingen? Gibt es hier vielleicht ein DM oder DM? Rossmann? Rossmann, das ist ja eigentlich dasselbe. Ne? Und das sind ja so Läden für alle Typen. Das sind ja so Frauentaubenschläge. Ja? Also das ist ja Wahnsinn. Da gehen ja die Frauen rein und raus den ganzen Tag lang. Die kaufen einmal am Tag das komplette Sortiment aus. So. Ich stehe da ja öfter und gucke halt und will mal neue Frauen kennenlernen. Ja? Und wenn mir eine gefällt, dann frage ich immer sowas wie, Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das Delfinfutter steht? Ja.
Das haben sie immer noch nicht im Programm aufgenommen. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich muss da nochmal eine E-Mail nachschicken jetzt zu Rossmann. Das ist ein bisschen nervig. Aber ja, und dann stehst du natürlich dann auch 10, 20 Minuten da mal rum, einfach in dem Laden und machst dir so Gedanken und dann über diese ganzen Produkte, die ja nur Frauen kaufen. Ich würde die mal nennen, bezeichnen als frauenspezifische Produkte. Da haben wir Männer überhaupt gar keine Ahnung von. Ja? So eine Regalwand, so eine, sagen wir mal, gefühlt so 400 Meter, gefühlte 400 Meter lange Regalwand, alles voller Wimperntusche. Mascara, Neunfachvolumen, ja, oder Max Factor bei Ellen Beatrix mit Volume Express Turbo Boost für den ultimativen Wimpernfächern Augenaufschlag. Das gibt's wirklich so, ja. Und bei diesem, neunfach Mascara-Volumen, also als ich mit dieser Nummer war, vor 2 Jahren, habe ich darüber schon erzählt, da gab es nur 7-fach Volumen, jetzt gibt es schon 9-fach Volumen. Also das wird ja, also das muss man sich als Typ mal vorstellen, 9-faches Wimpernvolumen, ja. Das wirkt doch wie so Wollvorhänge, nasse Wollvorhänge, die hängen dann hier so runter vor den Augen, vor das ganze Gesicht, da siehst du doch gar nichts mehr. 9-fach Volumen. So irgendwie, was weiß ich, so Schlafzimmerblick, dank 9-fach Volumen. Schatz, bist du müde? Nee, 9-fach Volumen Mascara. Ja, wir waren schon die Ersten, die den Comedy Club installiert haben, dann gefolgt von Waldkraiburg und anderen Städten. Aber Tücking ist eine frische, junge Stadt, wo vieles möglich ist, man muss es nur nutzen. Ja, drum war ich mal gern ein Rock'n'Roller, wie ein Rolling Stones oder Pink Floyd. Dann kann die Oberkörper frei Gitarre spielen, das ist das, was ich euch bei wollt. Ja, drum war ich mal gern ein Rock'n'Roller, dann hör ich Ruhm und ein Haufen Geld. Und in der ersten Reihe Frauen, die ihre Busen zorn, das ist das, was am Kabarett fehlt. Und in der ersten Reihe Frauen, die ihre Busen zorn, das ist das, was am Kabarett fehlt. Und in der ersten Reihe Frauen, die ihre Busen zorn, das ist das, was am Kabarett fehlt. Generell Frauen, die ihre Busen zorn, das ist das, was am Kabarett fehlt. Frauen jeden Alters, die ihre Busen zorn, das ist das, was am Kabarett fehlt. Ich sag Frauen, die ihre Busen zorn, das ist das, was am Kabarett so unendlich fehlt. Ich sag Frauen, Halleluja, bitte, die ihre Busen zorn, Amen. Das ist das, was am Kabarett so fehlt. Dankeschön, pfiat euch! Also für die Zukunft würde ich mir für die Kleinkunstbühne wünschen, dass wir jedes Mal ausverkauft sind, dass 3-4 Tage vorher schon keine Karten mehr gibt, dass wir uns die Abendkasse sparen können. Wir haben jetzt so einen stabilen Zuschauerschnitt von 40, 45. Es passen ungefähr 60, 70 Leute rein und es war halt ein Traum, wie wir sagen könnten, ausverkauft. Dass andere Lokale auch mit drauf auf diesen Zug aufspringen und dass wir vielleicht eine große Geschichte machen, wie zum Beispiel irgendwelche Musikevents, dass wir vielleicht in die Richtung gehen, dass wir wirklich große Feste machen mit anderen Wirten zusammen. Das wäre mein persönlicher Wunsch, dass wir wirklich Tücking zu einer Partystadt machen. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Da darf jeder kommen, der Lust hat an einen schönen, geselligen Abend, der, wo gerne lachen mag, der, wo Spaß haben will, für den ist es bestens geeignet.